So, Freunde, wir machen weiter mit WoW Vanilla. Die Satyr-Quest kann ich endlich abgeben. Das hat auch echt viel Energie gekostet. Ja, was wollt ihr? Bleibt Ja, da gab 2100. 2100 Erfahrungspunkte. Das ist einfach nur lächerlich. Na gut. Post versenden. Bankier. Nein, nein, nein. Ja, mittlerer Ball kann er haben. Das kann auch weg. Ich habe gar nicht so viel Zeug, ne? Ich habe hauptsächlich Müll. Hauptsächlich Müll im Inventory. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Schredderleitung 8, Seite 8 habe ich schon. Seite 9 habe ich noch nicht. Seite 9 habe ich. Seite 5 habe ich noch nicht. Seite 2 habe ich auch noch nicht. Also fehlt mir da jetzt insbesondere noch Seite 4. Seite 9. Oh, da kommt jetzt erstmal Seite 2 hin. Hier Seite 9 und das ist Seite 5. So. Das ist Seite 9, die habe ich schon. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Ja, wo bekomme ich denn jetzt Munition her? Blut und Donner. Gibt es hier keinen dafür Munition? Splinter Tree. Guck mal eben kurz. Amo. Ah, das ist halt, man muss es auf Englisch gucken. Amo Vendor. A heavy armor vendor for repairs in Inmaver. Ne. Es ist unfassbar. Es gibt hier keinen Munitionshändler. Das bedeutet, ich muss für Munition jetzt, nach Crossroads oder nach OG. Ist beides gleich toll. Ich fliege nach Crossroads, weil ich da weiß, wo der Ammo-Händler ist. Oh, es ist beschissen, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Also ich. Also im Nachhinein hätte ich vielleicht doch nach OG fliegen sollen, weil ich Don dort. Ich hätte dort nach einer neuen Waffe gucken können. Aber ganz ehrlich, ist auch egal. Es ist egal.
geht mir jetzt eigentlich hauptsächlich nur darum, an Munition zu kommen. Ich meine, jetzt hätten wir sogar schon ein anständiges Level, um in 1000 Nadeln besser zu questen. Ja. Sogar Stahlbiss ist jetzt mittlerweile in einem Gebiet, in einem Farbbereich, wo es machbar erscheint. Ist nicht mehr dunkelrot. Aber ich werde hier weitermachen. Diese Quest hier, ne, übrigens, alle Anleitungen die ganzen Schredder-Anleitungen einzusammeln, es gibt als Belohnung, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, absoluten Müll von den Stats her. Stoffhände mit Agi, Ausdauer und Int und Lederhände mit Int, Ausdauer und Willenskraft. Gut, das ist was für ein Dudu, für ein Heal-Dudu, ja, kann man damit vielleicht was anfangen. Aber für mich absoluter Müll. Und mir fehlen noch 5 Seiten. Ja. 1 bis 4, da fehlt mir noch eine. 5 bis 6, 5 bis 8 fehlen mir noch 2. Und Schredder, die letzte, das bis 12, da fehlen mir auch noch 2. Also, unglaublich. Oh, gemischt war. Raus damit! Für die Horde. Die Horde. Ich hab den guten Stoff, Mann. Was brauchst du? Brauche einen Flug. Ich möchte bitte wieder zurück nach Ashenvale. Ach ja, da muss ich einfach mal gucken. Soll ich denn den nächsten Skillpunkt rein? Schaden vom Pet ist ja schon erhöht. Ja, in Wildheit. Fokusregeneration, ich weiß eh nicht, wie sinnvoll das ist. Das auf jeden Fall auch. Ja, Raserei, mega nice. Ach, ich hab noch eins Talentpunkt. Schau mal eine an. Ich war. Oh Gott, ich bin auch manchmal echt ein bisschen doof. Vielleicht ist es auch sinnvoll, in Tierheilen einmal reinzukloppen. Wenn ich mich an die Satyr-Questerei erinnere, da war ja ziemlich viel mit Gifts, Debuffs, Krankheiten, whatever, allein dieser Herzinfarkt, den das Pet da irgendwie gefühlt alle 5 Sekunden hatte. Ja, wenn man sich daran erinnert, dann durchaus vielleicht vernünftig auch einen Skillpunkt in Tierheilen reinzuklopfen, aber ja, ich will einfach mehr Schaden, ja. Erhöht die Chance für einen kritischen Treffer eures Tieres um 3%. Das 5-mal sind 15%, die ich hier an Crit künstlich hochprügeln kann. Einschüchterung ist auch ziemlich cool. 1 Minute Abklingzeit. Und Zorn des Wildtiers hat nur 2 Minuten Aufklärungszeit. Das ist gar nicht so viel. Ja. Klar, da gibt es jetzt nicht solche coolen Effekte wie in Retail, dass das immer wieder abklingt, wenn man eine bestimmte Ability benutzt. Oh, das ist scharf gerade. Oh, den würde ich doch jetzt schon gerne nochmal eben kurz erledigen. Ob er mir gleich wieder vor die Flinte läuft. Ansonsten habe ich hier eh nichts mehr zu tun. Wie gesagt, es gibt nicht so viele
dicke Quests hier in dem Gebiet, die man erledigen kann. Aber das gilt generell für ganz WoW-Klassik. Also die meisten Erfahrungspunkte macht man wirklich durch den Grind. Ich glaube, der ist in diese Richtung. Ernsthaft. Da ist Schafkralle. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Was ich jetzt natürlich das Problem habe, ist, dass mein Pet so gut wie tot ist, weil ich mich davor... Ist halt kein guter Pull gewesen. Das ist zu weit entfernt. Es war kein guter Pull. Eigentlich müsste ich den jetzt schaffen. Ich meine, er ist 31. Da ist schon wieder einer im Weg, ne? Zum Brechen. Ich brauche ein Ziel. Ich meine, ich kann auch eben schnell noch aufs nächste Level grinden. Mit 27 sollte er auf jeden Fall machbar sein. Ich glaube, das mache ich auch. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken? Aber dann müsste ich ihn auf jeden Fall schaffen. Meine wird dann immer noch schwierig. Und ich darf nicht vergessen, bei Schafkralle den Skorpidstich zu benutzen. Mit Erfahrungspunkte, die ich hier jedes Mal bekomme. Ich brauche noch, ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen! Ich muss dann Schafkralle gleich auch erstmal wieder finden, ne? Versuch's jetzt nochmal. Vielleicht kann ich die auch hier hinziehen.
Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Sehr geil. Funktioniert. Problem gelöst. Aber so kann ich nicht looten. Schade. Also doch nicht gelöst. Oh Gott, Kacke. Oh nein. Ich muss ihn also komplett alleine erledigen. Naja, gut. Ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit WoW. Warte da. Macht's gut. Bis dann. Ciao.